Schönen guten Abend, ich freue mich, dass wir alle in so ja, fast schon familiär intime Runde zusammengekommen seid. Heute beim Extra-Tipp-Fan-Treffen mit Klaus Schäfer, dem sportlichen Vorstand des KSV Eisenkassel, und Uwe Wolf, dem neuen Trainer unserer ersten Mannschaft. Was die Fragen angeht, einen ganz groben Überblick über das Jahr 2012, wo es vielleicht hingehen soll, entweder aus Sicht des Trainers oder aus Sicht des sportlichen Vorstands. Ja, ich denke mal, mit dem Umfeld hier, mit der Infrastruktur hat KSV Hessen-Kassel sicherlich Ambitionen, ja, um mindestens eine Liga höher zu spielen. Und das muss auch das Ziel sein, das muss der mittelfristige Weg sein. Ich habe hier per Mail eine Frage zugeschickt bekommen von jemandem, der nicht kommen kann. Der hat die Frage gestellt, welche weiteren Spieler du die Rolle des zentralen kreativen Mittelfeldspielers zutraust. Ob du vielleicht den Enrico Gede für den neuen Spielbestatter hältst. Ich denke doch, der Enno hat auf der Position gespielt, schon gegen Eintracht Braunschweig. Da haben wir in der Grundordnung gespielt in einem 4-4-1-1. Im Spiel nach vorne war es oftmals ein 4-3-3. Und da denke ich, hat Enno Gede aufgrund von seiner Erfahrung, von seiner Ballsicherheit, hat er ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ist auch selbst torgefährlich geworden. Hat ein Tor selbst erzielt, hat das andere herrlich vorbereitet. Und das mag schon sein, dass Enno Gede die Rolle ausfüllt, ja. Dass es jetzt in den restlichen Spielen vielleicht ein Stürmerproblem geben könnte, jetzt nach zwei Abgängen und keinen Ersatz? Es gibt sicher kein Stürmerproblem, weil man darf nicht vergessen, wir haben noch einen Manuel Pfor, wir haben einen Tobias Damm, haben einen Bobo Meier und haben jetzt einen Kim Tae-Jin. Das kann ich auch schon sagen, da sind wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Jetzt heißt es immer Traditionsverein und professionelle Strukturen. Was würde im Jahr 2012, was ja noch recht jung ist, noch besser will ich nicht sagen, aber wesentlich besser laufen als 2011? Was habt ihr euch denn so vorgestellt? Vielleicht auch Richtung Mitgliedergewinnung war ja ein ganz großes Ziel, was das gewesen wäre. Ja gut, jetzt haben wir erstmal die Halbserie, die wir beschreiten müssen, und da hat der Uwe Wolf ja schon gesagt, dass wir die besten Möglichkeiten haben, uns jetzt die entsprechenden Spieler für die nächste Serie anzugucken, möglichst gut aus der Serie rauszukommen, um dann gestärkt für die nächste Serie zu sein. Und dann gucken wir natürlich, Zielsetzungen für das nächste Jahr, da Uwe auch schon relativ früh ja formuliert, also haben wir da ja schon etliches vor, und wenn wir das erreichen, dann ist es der nächste Schritt Richtung der Professionalisierung. Ich glaube, wir haben das in der U-Bahn das ja auch schon richtig erkannt, dass eigentlich schon sehr, sehr viele gute Möglichkeiten hier beim KSV haben. Auch viel bessere Möglichkeiten als zu der Zeit, wo wir zweite Liga gespielt haben. Da hat man nicht so ein Aue-Stadion und da hat man nicht so ein Funktionsgebäude. Da haben wir über 30 Jahre mit eher weniger guten Möglichkeiten gearbeitet. Also Voraussetzungen sind alle da. Jetzt müssen wir sportlich versuchen, das hinzukriegen. Zielsetzung ist formuliert. Und dann wird das Jahr 2012 ein entscheidendes sein, was dann hoffentlich in 2013 mit dem Aufstieg endet. Ich bedanke mich bei Uwe Wolf, dass Sie hier waren, Redner an Bord gestanden haben, genauso bei Klaus Schäfer, dem Sportverstand, auch bei Ihnen, bei euch, und hoffe einfach mal, dass das Jahr 2012 wesentlich erfreulicher wird als 2011. Danke und bis im Stadion. Dankeschön.